Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei die Außenseiter. Ihr habt doch bestimmt auch schon von der Aktion Fanta 100 mitbekommen. 100 Dinge, die du tun solltest, bevor du erwachsen bist. 100 verrückte Ideen für ein cooles Selfie. Und damit ihr am besten darauf vorbereitet seid, zeigen wir euch heute, was ein perfektes Selfie ausmacht. Doch bevor wir euch das zeigen, wollen wir rausfinden, warum Selfies überhaupt so beliebt sind. Und los geht's. Selfie ist eine Art Selbstporträt, üblicherweise mit einer Digitalkamera oder einem Smartphone von eigener Hand aufgenommen. Selfies gibt es eigentlich schon seit Jahren, doch seit dem Oscar-Selfie ist das zum Massenphänomen geworden. Wow, ich sehe heute so gut aus. Da muss ich doch direkt mal ein Selfie machen. Oh, das sieht so gut aus. Oh, das ist ein Selfie wert. Mit Konfetti? Ja, jetzt! Lass es jetzt machen! Ja, Mann. Warte. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Hey, was war das für eine? Warte, ich hab noch eins. Warte. Bist du bereit? Ja. Hey, wir kennen uns noch nicht, aber du willst bestimmt ein Selfie mit mir machen, oder? Nee, eigentlich nicht. Alles klar. Tschüss! Bist du bereit? Ja, klar. Wenn das nicht auf die Laufstiege von Dior kommt, dann haben die Leute echt einen Knacks. Da kann irgendwas nicht stimmen, das sieht so gut aus. Ah, der perfekte Ort, um ein Selfie zu machen. Wow, what the... Selfie mit Konfetti! Sogar ältere Menschen hat dieser Trend erwischt. Auch die sind dauernd am Rumlaufen und Selfies machen. Wie peinlich. Komm, mein kleiner Porsche! Lass uns ein Selfie machen! Okay, Omi! Oh, komm, kleiner Porsche! Okay, ich beeil mich! Okay! Mensch, Porsche! Die einzige logische Erklärung dafür, warum Selfies so beliebt sind, ist natürlich die Tatsache, dass man jetzt niemandem mehr den Vorwurf machen kann, selbstverliebt zu sein, wenn er einfach nur ständig Fotos von sich selber macht, denn er kann als Begründung sagen, Was? Ich und selbstverliebt? Hallo, ich mach doch mein Selfie. Ich meine, alle machen das gerade. Es liegt voll im Trend. Ich mach das nur, um diesem Trend zu folgen. Nicht, weil ich selbstverliebt bin. Ihr seid ja gar nicht auf dem aktuellsten Stand. Selfies sind häufig mit sozialen Netzwerken wie Facebook, Snapchat oder Instagram verbunden und werden von einem selten passend gestalteten Kommentar begleitet. Heftig cooles Licht, lass uns ein Selfie machen. Okay, cool. Okay, was soll ich reinschreiben? Irgendwas, was zu unserem Charakter passt. Weißt du, irgendwas, was den Leuten da draußen sagt, die wir sind? Ich mag Brot. Ja, Mann, das ist gut. Das ist Heinz. Heinz ist Hobbyfotograf und er liebt Selfies. Heinz' größter Traum ist es, das perfekteste Selfie aller Zeiten hinzubekommen, auf welches er ganz stolz sein kann und das später seinen Kindern präsentieren und eine haltbare Geschichte dazu erzählen kann. Und ja, was für ein komischer Traum. Hier ist mein Selfie aus meinem neuen Bad. Da bin ich mit meiner Schwester drauf. Da habe ich Justin Bieber getroffen. Sieht man vielleicht jetzt nicht so gut. Egal wie viel Mühe ich mir gebe, ein gutes Selfie zu machen, ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Doch wie macht man denn eigentlich das perfekte Selfie? Wie macht man denn das eigentlich? Für ein perfektes Selfie brauchst du nicht viel. Gute Kamera, gutes Licht, vor allem schöne Atmosphäre und dein schönes Lächeln. Benutze das natürliche Tageslicht. Achte darauf, dass der Hintergrund nicht langweilig ist. Sei kreativ, denk dir irgendwas aus, was noch nie davor jemand gemacht hat. Wie zum Beispiel seine Freundin Stadt und zu verwandeln. Hab Spaß, zeig es den Leuten und schick es ab. Leute, das kann doch nicht so schwer sein. Ihr müsst eure Gesichter nicht so krass bearbeiten und durch 1000 Apps pushen. Was? Ich mach sowas nicht. Leute, ich sag's euch, wenn man bei einem Selfie Spaß und Emotionen erkennen kann, dann ist es ein perfektes Selfie.
Und wenn ihr immer noch Hilfe für das perfekte Selfie braucht, dann kommt jetzt am Samstag, den 28. Juni, auf die U-Messe nach Berlin zum Fantastand. Simon Dess, Shirin David und wir werden am Start sein, um mit euch das perfekte Selfie zu machen. Kommt vorbei! Wir freuen uns auf euch! Yeah!